Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Blind Date. Nova hat 7 Typen gedatet, das glotzt wir uns jetzt an. Super gerne auch. Ja, bis zu 5 Jahren, wie alt bin ich dann? 30, gerne noch verheiratet sein. In 5 Jahren möchte ich verheiratet, Kinder und noch eine Ausbildung. Das ist Nova und sie datet heute 7 Jungs gleichzeitig. Hinter dem weißen Vorhang stehen 7 Jungs. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt einer raus und der Vorhang geht nach. Ich mache jetzt einen Hot Take, dafür werden mich viele hassen. Ich finde, ja klar, du kannst Steuern sparen und so, aber ich finde heiraten wirklich overrated. Ich finde, mittlerweile kannst du auch bis zum Ende deines Lebens eine glückliche Beziehung führen und zusammenleben, ohne zu heiraten. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem irgendwann Julia zuliebe tun, aber muss nicht sein. Jetzt habe ich es gesagt. Ist teuer, ja, ist aufwendig, so die Familie kommt zusammen, so da hast du den mit denen, der sich nicht versteht. Bruder, ist ein Tohuwabohu. Ich hab's gesagt, wie es ist. Oh, scheiße, Julia ist im Chat. Oh, nein. Oh, nein, wie kann das sein, dass du gerade in der Minute einschaltest? Ja, jetzt ist es raus. Aber ich werde es trotzdem irgendwann machen, dir zuliebe. Nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur einer übrig. Arne Kuss. Hi, ich bin Nova, ich bin 24 Jahre alt, ich komme aus Köln. Ich bin Single und ich streame auf Twitch. Und du suchst die Liebe deines Lebens. Genau. 3, 2, 1... Was ist dein erster Eindruck? Oh, krass. Okay. Oh, aber sind ein paar stabile Botten dabei. Bruder, ich sag's, wie es ist. Ja, ich bin NPC, ist mir scheißegal. Ich feier Dunks oder Jordans oder was das ist. Ist bis jetzt schon schuhmäßig, ist das mein Favorite. Das hier fühle ich gar nicht, Diggi. Ich finde, das sieht so aus wie so eine Death Note-Anime-Figur schon. Aber das ist nicht schlimm. Hier so Röhrenjeans, Skinny Bracke oder was das sein soll, ist auch nicht meins. Ich glaube, ich finde... Boah, Bruder, das ist auch schwierig mit hochgekrempelt. So habe ich damals auch meine Skinny Jeans gerockt, als ich noch dünn war. Oder wo ich noch nicht so fett war. Ich würde sagen, Favorite ist 5. Ja, ich muss den Rest sehen. Okay. Alle clean. Alle, ja. Wobei mir das nicht so wichtig ist. Also, meine ich auch nicht so. Geht. Ich bin großer Air Force-Fan. Ich habe so eine kleine Psychose, dass ich zum Beispiel bei so Sneaker und so nur Air Force tragen kann. Echt? Ja. Crazy. Ich habe das Gefühl bei mir selber, ich kann irgendwie keinen anderen, ich finde keinen anderen Schuh hübsch. Okay, also Nummer 4 findest du super. Ja, und hinten, ich glaube, das sind auch Air Force, glaube ich. Mhm. Ja. Die sind ein bisschen special. Ja, und ich glaube, das auch. Ich war mal kurz dünn. Ich hab da ein Auge für, sag ich mir. Ja. Und ich mag die Nummer 2, die sind auch cool. Diese Plateau-Chucks. Ja, und 1 und 6 auch fresh, aber jetzt hätte ich meinen. Okay, also 1 und 6 sind so die nicht, die du nicht so perfekt findest. Ich finde die cool, aber ist jetzt nicht so. Ja, kommt ja auch immer aufs Outfit an. Ja, genau, safe. Okay, hast du eine Frage? Erstmal, wie alt seid ihr? Das ist ziemlich wichtig. Kandidat Nummer 1, wie alt bist du? Ich bin 28. 2? 23. 4? Ich bin 30. Oh, ja, mit 30 fängt dein Leben erst an, Freunde, wa? Hoffentlich, sonst habe ich bald ein Problem. 3 vergessen. 3, sorry. Ich bin 20. 5? 21. 6? Auch 21. 7? 26. Okay, also die Jüngsten sind 5 und 6. Wie alt bist du? Ich bin 23. Nee, ich bin 24. Ich werde 25. Kurz, Junge. Ja, immer jung. Ja, dann. Ja, siehst du alter? Nein, du siehst toll aus. Ey, das ist sowieso wichtig, weil ich es gerade im Chat lese. Real Talk. Wenn heiraten, dann auf jeden Fall Ehevertrag. Das ist auch kein... Bro, wenn dann irgendwie der Partner, egal ob Mann oder Frau, so ankommt und so sagt, oh nee, das ist eine Red Flag, vertraust du mir nicht, bla bla bla. Bruder, ohne Ehevertrag ist wirklich quatschig, ne? Ohne Ehevertrag ist wirklich quatschig, egal wie viel man hat oder halt auch nicht. Eine Red Flag ist es, wenn sich ein Partner darüber beschwert. Das geht nicht darum, dass man sich nicht vertraut oder so, aber sein eigenes Hab und Gut zu sichern, ist immer super wichtig. Egal wie sehr man sich liebt, Chat, und das ist menschlich, das ist normal, man weiß nie, wie es in ein paar Jahren... Und das hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, dass Menschen sehr eklig sein können und auch oft auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Deswegen, also wenn heiraten, ohne Ehevertrag geht nichts. Und ich glaube, das ist für beide Seiten ein wichtiger und richtiger Schritt. Jetzt habe ich es gesagt. Period. Aber was wäre so deine Alter-Range? Ich glaube, ich würde ungern nach unten gehen. Mhm. Also ich bin gerne Mami, aber so, weißt du, so ein bisschen so... Nee, also ich finde gleich alt und vielleicht ein bisschen älter. Aber ich lasse mich natürlich auch vom Gegenteil überzeugen. Aber weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Männer ein bisschen langsamer so mature werden wie Frauen. Und ist, glaube ich, auch erwiesen. Ja, ist später auch erwiesen, in die Pubertät kommen und so weiter. Und ja, wie gesagt, natürlich gibt es auch Leute, die sind viel älter, dann doch reifer und sonst irgendwas. Großer Verring. Also, ja. Okay, also Nummer 5 und 6 sind ja die 21 sind. Willst du darauf basierend schon einen rausvoten? Ich sag mal, du darfst noch eine Frage stellen. Ja? Eine schnelle, ja. Okay, also meine Frage ist, worauf seid ihr am meisten stolz? Oh, musst du endlich auch beantworten. Ja. Kandidat 1, worauf bist du am meisten stolz? Ich würde sagen, auf mein Selbstbewusstsein. Kandidat 2? Ich würde sagen, auf meine Familie und meine Freunde. Oh. Chat, worauf seid ihr am meisten stolz? Ich glaube, ich bin am meisten stolz, dass ich mal Platz 5 deutschlandweit Subs war. Meiste Subs in Deutschland, Top 5. Und natürlich auf meine bezaubernde Freundin, na klar. Aber auch auf den Top 5 Platzierung deutschlandweit Subs. Hab ich recht? Kandidat 3, worauf bist du am meisten stolz? Ich hätte auch Selbstbewusstsein und Ehrlichkeit gesagt. Kandidat 4? Das Erste, was ich höre, wenn ich reingucke, ist,
ich finde heiraten scheiße. Doch, also habe ich das nicht gesagt. Unnötig. Das zweite ist in meinem Ehevertrag. Man weiß nie, was die Weiber abziehen wollen. Habe ich auch nicht. Ich habe gesagt, das ist geschlechterunspezifisch. Ich habe nicht gesagt, die Weiber. Ich habe gesagt, okay, wenn wir heiraten, würdest du keinen Ehevertrag machen? Ja, natürlich, ich habe keine Lust, dass du mir mein Immobilienimperium nimmst. Ja, ja, okay. Bro, das ist crazy. Okay, lass ohne Ehevertrag heiraten. Lass ohne Ehevertrag machen. Oh, hier die eine oder andere Wohnung, habe ich auch nichts gegen. Ja. Auch so auf meine eigene Entwicklung. In der 5? Ich hätte so gesagt Humor. Bringen Sie mal zum Lachen. Das ist hart, ne? Das ist hart. Ja, das geht nicht auf so viel greifen. Ja, okay, aber das musst du dir im Kopf halten, okay. Dass er lustiger ist. Das ist ein Jokester. Mhm. Funny guy. Wird was erwartet? Kandidat 6? Okay. Ja, ich bin stolz auf meine Entwicklung, weil früher hätte ich mich nie getraut, bei sowas hier zum Beispiel mitzumachen. Stark. Und ich bin einfach so über meinen Schatten gesprungen. Ach, cool. Das ist cool. Ja. Und hey, danke für den Prime. Tatsächlich am meisten auf meine Mutter, weil sie mich und meine Schwester halt alleinerziehend erzogen hat, ne? Oh Mann! Okay. Ja, keiner von euch hat eine materialistische Frage genannt. Das war das, wo ich das bei meinen... Diese gut, die Jungs, die sie da ausgesucht haben. Die sind alle am Tryharden. Die sind alle am Tryharden, aber sind starke Antworten dabei gewesen. Auswahlkriterium gewesen. Auf die Rolex. Boah, vielleicht echt die 5, weil er jünger ist. Und außerdem, ich bin auch selber unglaublich lustig. Echt? Oh, geil. Nummer 5 ist im Chat. Okay, geil. Und lustiger als ich zu sein, ist auch schon ein bisschen hart. Das ist schon schwer. Es ist schon schwer. Und das ist eine Competition. Das ist ein Games-Competition. Deswegen. Okay. Aber ich mag auch lustige Männer. Das ist halt auch das Ding. Und du könntest richtig zum Lachen gebracht werden heute. Ja, das habe ich auch gut nötig. Scheiße. das ist so schwer. Ich kann... Ich hab das Gefühl, ich weiß nicht, das ist wie bei Simba oder so, weil ich stoße da jemand von der Klippe runter. Ah, die werden sie alle nicht. König der Löwen einfach. Bitte alles, aber nicht leid, die 5. Es tut mir leid, ich nehme Nummer 5. Es ist Nummer 5. Nein! Oh mein Gott, Bruder, warum? Der mit dem Francis, das kann nicht sein, Digga. Als Erster? Bruder, ich brauch mal ein dickes, fettes 07 in den Chat für Justin. Bruder, der Arme, ich sag noch vor 2 Sekunden, yo, wir rooten für ihn, Justin, du Rockstars, Bruder. Der arme Motherfucker wird als Erstes rausgevotet. Das ist crazy. I'm sorry. Danke für dein Prime. Kandidat Nummer 5, du kannst jetzt hervorkommen. Nicht schlimm, alles gut. Oh, hallo. Damn, he fresh as fuck, aber. Schlechter Vote, Nova. Coole Jacke. Schlechter Vote, Nova. Sei es, wie es ist. Danke. Ja, siehst du echt gut aus. Ich hab's probiert. Damn, und dann bist du auch noch lustig. Bin ich jung. Naja. Ein paar Jahren. Also aber er sieht fresh aus, ich schwöre. Gerne, danke schön. Wirklich, tschüss. Ciao. Wo ist das? Der sah auch überhaupt nicht jung aus. Nee, er sah übelst cool aus. Er wird auch übelst zu dir passen, mal ehrlich. Ich bin ein schlechter Mensch. Scheiße. Nächste Runde. Ey, es tut aber wirklich weh, Leute da rauszuholen, ne? Ich war selber in der Situation. Was? Welches Outfit? Okay. Hm. Boah, ich glaube, Chad, wen finden wir am freshest? Ich würde sagen 3, oder? Ja, ich finde College-Jacke cool, aber die Hose ist mir zu eng. Das ist Quatsch. Ich würde auch sagen, mit Abstand 3 am freshesten. Oder hier beiger Pulli, dann hier diese Schuhe so in beige oder so cremefarben oder was ist. Ich finde, das passt geil zusammen. Doch, finde ich, ist ein fresher Fit bis jetzt. Sag ich ehrlich, wie es ist. Boah, okay, krass. 2 und 5. Du kannst auch von hinten zählen, ne? Das sind 6 jetzt. Oh, so. Oh, okay. Ja, die Zahl und ich, das kommt wieder Vollbruch tatsächlich. Okay, 2 und 5, weil die so ein bisschen anders aussehen. Ja, also ich finde, Ja, ich doch, die Hose von 2 ist auch fresh, finde ich auch. So cool. Ich habe es nicht so. Aber 3 ist am stärksten, finde ich. War viel, aber das finde ich nice und so. Die Hose finde ich auch fresh. Zeigt mal alle eure Hände. Quatsch, sei, der hat Ringe und... Okay, ja. Er hat eine Uhr, er hat Schmuck, keiner hat Handtattoos. Keiner hat Tattoos, das hab ich noch nicht. Ich glaube, es gibt noch keine Folge, wo keiner Handtattoos hatte. Findest du so... Hallo. Also, ach, das ist mir eigentlich ernst eigentlich egal. Ernst egal, also okay. Ich finde Schmuck und Accessoires und so, das ist... Das ist auch schön die Fingernägel geschnitten vorher. Ist egal. Ja. Aber du stehst auf so andere Hosen. Boah, das Ding ist, ich habe auch, was das angeht, eigentlich gar keinen Type. Also, okay. Ich finde, bei mir geht super viel über Charakter, also... Ich könnte genau so einen BWL-Justus irgendwie attraktiv finden, wie ich es einen jemand, der so lange Haare hat und so ein Metal-Rocker ist. Also das hat bei mir nicht so... Also Vibe-mäßig? Ja, genau. Also es geht halt einfach nur so um, wie gesagt, wie die Person halt drauf ist. Ja. Also ob sie mich catcht oder nicht. Okay, hast du irgendeine Frage? Ja. Bro, er sieht ehrlich aus ein bisschen wie so ein Highschool-Mobber, ne?
Oder er sieht aus wie jemand, der dir so in der Pause das Kakaogeld wegnimmt und dich dann so gegen den Spind schlägt oder mit dem Kopf ins Klo drückt oder so. Ich habe meine Fragen aufgeschrieben, damit ich sie nicht vergesse. Was ist deine beste und deine schlechteste Eigenschaft? Kurs Ami. War gut. Musst du am Ende auch beantworten. Okay. Kandidat 1, was ist deine beste und deine schlechteste Eigenschaft? Ich würde sagen, meine beste Eigenschaft ist, dass ich keine schlechte Eigenschaft habe. Und meine schlechte Eigenschaft, wenn ich eine hätte, wäre, dass ich zu perfekt bin. Ich glaube, Julia, würdest du da zustimmen? Oh, okay, ich bin scheiße Mario Kart, der hat vielleicht eine Red Flag. Meine beste Eigenschaft ist wohl, dass ich sehr gut zuhören kann und immer einen guten Rat habe. Meine schlechteste Eigenschaft ist, dass ich etwas ungeduldig bin manchmal. Kandidat Nummer 2, was ist deine beste und deine schlechteste Eigenschaft? Meine beste, würde ich sagen, ist die Empathie. Ich bin sehr empathisch. Und meine schlechteste ist, denke ich, meine Unpünktlichkeit. Kandidat Nummer. Unpünktlichkeit ist schwierig. Unpünktlichkeit ist schon eine Red Flag. Ich muss dazu sagen, aber was ich mir angewöhnt habe, das habe ich schon immer so gemacht, wenn ich zu irgendwelchen Drehs eingeladen bin oder Events oder so, ich bin immer pünktlich, ja. Bei sowas bin ich immer pünktlich. Schule, Berufsschule, ja, da ist man auch mal eine Viertelstunde zu spät gekommen, weil man sich noch ein Brötchen irgendwo rausgelassen hat. Aber so Business-Termine bin ich immer überpünktlich und das ist meine Green Flag. Jetzt habe ich es gesagt. Nummer 3. Bei mir ist es wahrscheinlich auch, dass ich sehr empathievoll bin und die Pünktlichkeit ist bei mir auch, glaube ich, das größte Problem. Okay. Kandidat Nummer 4. Ich bin sehr, also für mich sehr ruhig. Ich bin schwer aus der Fassung zu bringen oder gestresst. Und das Schlechteste, ich bin relativ schnell genervt von Menschen, mit denen ich nichts anfangen kann. So. Und das, okay, relatable. Das fällt manchmal. So Stichwort soziale Batterie-Chat. Kennt ihr das so, wenn euer, ihr habt so ein richtig altes iPhone schon seit 5-6 Jahren und der Akku ist so nach einer halben Stunde leer? So ist das mit meiner sozialen Batterie. Ich glaube aber mittlerweile, das ist so ein Gesellschaftsproblem irgendwie. Es kommt aber auch sehr, sehr krass darauf an, mit was für Leuten man chillt. Ich finde, es gibt so den Typus Mensch, wenn du mit dem chillst, der lädt deine soziale Batterie wieder auf oder verbraucht die einfach nicht. Es gibt aber auch Menschen wirklich, die sacken meine soziale Batterie innerhalb von einer halben Stunde leer. Wie Felix Scheißmutter, mein Dödel. Versteht ihr? Mal ein bisschen auf. Kandidat Nummer 5, wie sieht es bei dir aus? Bei mir ist die beste Eigenschaft, dass ich ein offenes Ohr für alle habe und einfach will, dass es den Leuten um mich herum einfach gut geht. Mhm. Und die schlechteste ist auch, dass ich mehr auf das Wohlbefinden anderer achte als auf meins und da komme ich halt manchmal zu kurz. Also ein People-Pleaser. Ja, schwierig. Muss man sich abgewöhnen. Aber ich find's, es ist eine Red Flag, von sich selber zu behaupten, dass seine Red Flag ist, dass man zu nett ist und ein People-Pleaser. Das ist für mich schon eine Red Flag. Ja, ich bin zu gut für die Menschheit. Das ist meine schlechte Eigenschaft. Nee, Bruder. Echt nicht. Oder? Ich bin auch ein People-Pleaser. Hi. Kandidat Nummer 6. Ja, ich würde auch sagen, dass ich halt will, dass die Menschen in meinem Umfeld, dass denen gut geht. Wäre meine beste Eigenschaft, dass ich halt auch immer gucke. Bruder, du bist ein Schulbomber. Ich schwör von der Mutter, du bist ein Schulbomber. Du siehst aus, als würdest du irgendwelchen Mitschülern von dir ihre Schulbücher in den Arsch schieben, um sie dann auszulachen. Ja, bei denen alles läuft, soweit ich das auch beeinflussen kann. Und meine schlechteste Eigenschaft wahrscheinlich meine Ungeduld. Deine was bitte? Meine Ungeduld. Ah, okay. Ja, spannend. Also ich würde sagen, meine beste Eigenschaft ist meine Lebensfreude. Ich habe einfach Spaß am Leben. Ich bin einfach sehr positiv als Mensch, glaube ich. Und auch sehr empathisch. Und schlechteste Eigenschaft ist, dass ich sehr schnell mich auf Menschen fokussiere und dann so einen Hauptfokus habe auf die Person und dann so ein bisschen mich selbst verliere. Oh, okay, check ich. Daran arbeite ich gerade auch aktuell, aber es ist ein bisschen schwierig. Genau. Das erste Mal. Hatte ich früher auch richtig krass. Ich glaube, damit muss man einfach einmal richtig mies auf die Fresse fliegen und dann hat man das nicht mehr. Dann kommt man darauf nicht mehr klar. Mal, als ich dich getroffen habe, du warst im Club, du warst besoffen. Wir haben uns noch nie vorher gesehen. Noch nie vorher gesehen. Und du bist einfach so auf mich zugerannt und meintest so: Und dich finde ich auch super. Und ich so. Grüße! Ja, süß. Ja, ich weiß nicht. Okay, eine schlechte Eigenschaft habe ich tatsächlich, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ich bin laktoseintolerant, das Thema, was wir eben hatten, aber ich fresse trotzdem den ganzen Tag Milchprodukte und trinke. Carbonara, Müllermilch, das ist halt, wie gesagt, für mich stellt das mittlerweile kein Problem mehr dar. Ich nehme das in Kauf, bloß für meinen Partner, mit dem ich zusammenlebe, ist das halt oft sehr unschön. Aber ja, das ist halt, oder wenn die Katze im Sack gekauft wurde, dann ist das halt was, womit man umgehen muss, ne? Ja, ich finde Positivität immer voll wichtig und ja, gute Laune zu haben und so, besonders wenn man halt mal mit seinem Leben nicht so gut ging und so, deswegen bin ich jetzt so... Ja, das schaffst du, ey. Du hast immer voll gute Laune reinzubringen. Komm aus. Ja. Dürfte ich noch so eine ganz schnelle Frage reinstellen? Ja. Was ist euer Sternzeichen? Och, Nova, nee, das kann nicht sein. Nee, keine Astrologie. Bitte nichts mit Heilstein jetzt. Da muss ich ehrlich sagen, ich mag Nova super gerne. Dicke Shoutouts, aber Sternzeichen ist Red Flag. Red Flag!
Red Flag. Bist du so eine Sternzeichenmaus? Ich erkläre gleich, wieso ich das frage. Okay, ich bin gespannt. Wir warten ab. Kandidat 1. Mein Sternzeichen ist Krebs. 2. Ich bin Steinbock. 3. Ich bin Krebs. 4. Wassermann. 5. Ich bin Widder. 6. Fisch. Fisch. Crazy, cool, okay. Keiner von euch hat sich gewehrt, das ist gut. Ah, okay. Weil ich frage das manchmal einfach nur, um rauszufinden, also gar nicht, weil mich das Sternzeichen per se so viel interessiert, sondern nur, wie weltoffen die Leute sind. Ich bin wirklich weltoffen in jederlei Hinsicht, aber wirklich, wenn das Thema Sternzeichen aufkommt, da bin ich wirklich intolerant wie Sau. Was Thema Stern, also das, da werde ich mich auch niemals mit anfreunden können. Wir saßen mal in einer Shisha-Bar und da war so eine Mädelsgruppe von 5, 6 Mädels neben uns. Ob ihr es glaubt, die haben in einer Lautstärke wirklich 2 Stunden lang über Sternzeichen diskutiert und warum sie nicht zu ihm passt und warum er ein schlechter Mensch ist, einfach aufgrund seines Sternzeichen. Wirklich, da wächst mein Schwanz nach innen. Es tut mir leid. Jeder soll an das glauben, wo er Bock drauf hat, und jeder soll das machen und so. Aber ich finde das mies cringe. Tut mir wirklich leid. Schnell Job. Zabex ist Sternzeichen Mayonnaise. Das ist crazy shit. Cheesy sind. Das ist nichts für schwache Nerven. Die selber vielleicht nichts anfangen können. Ah, also so typisch so. Warum bist du jetzt so eine? So eine Sternzeichenfrage. Guck mal, ich glaube an Karma und so shit. Ja. Ich bin jetzt auch nicht resistent gegen alles Spirituelle, sag ich mal. Aber Sternzeichen finde ich eine quatschige Nummer. Für mich Top 3 Red Flag, Hobby Horse, Sternzeichen und Zahnarzthelferin. Das sind für mich die Top 3 Red Flags. Oh, Alter. Ja, okay. Gaga. So. Was bist du für ein Sternzeichen? Widder. Was sagt das über dich aus? Geborener Anführer. Damn. Passt zu dir. Passt. Basierend darauf musst du jetzt aber leider einen rauswählen. Ich habe auch das Gefühl, dass man so viel darüber nachgedacht hat. Jetzt habe ich gefühlt schon die Anfangssachen wieder vermischt. Danke für die Subs und für die Bits. Liebe also raus, Nummer 4 war auf jeden Fall der jüngste. Ja. Du fandest aber Nummer 2 und Nummer 4 die besten Outfits. Ha? Nummer 4, stimmt. Der Nummer 5. Genau. Nummer 2 und Nummer 5 hatten aber auch die besten Outfits. Ja. Und Nummer 4 ist der älteste. Okay, okay. Auch eine tiefe Stimme. Bist du gläubig? Ja. Nee. Wow. Weißt du, was er will? Daddy. Darf ich noch eine Frage stellen? Okay, vielleicht eine ganz kurze noch. Okay. Wie groß seid ihr? 1,85. Darf ich das fragen? Ja. Weil ich bin selber 1,80, das ist jetzt nur deswegen. Echt? Ja. Krass. Ja, ich bin 1,78 oder so. Passt eigentlich, ne? Ja. Ja. Also deswegen. Kandidat 1? Ich bin 1,83. 2? Reicht. 1,90. Stark. 3. Ich bin auch 1,80. 4. Ich bin auch 1,90. 5. Ich bin 1. Ich sag, der Typ, der 1,80 groß ist, ist 1,78 oder 1,79 groß, aber er rundet einfach auf, damit er sagen kann, er ist 1,80 groß. Checkt ihr? Das ist das, was ich mit meinem Penis mache. Der ist 14,8 cm groß, aber ich sag 15, einfach weil es sich cooler anhört. Checkt ihr? So ein Ding ist das. 1,83. 6. 1,76. 1,76. Eine Ansage, ja. Aber wäre es so schlimm, wenn er kleiner wäre als du? Nö. Aber du brauchst ein Ausschlusskriterium. Ich brauche ein Ausschlusskriterium. Ja. Es tut mir leid, alle Short Kings da draußen, ihr seid heftig, aber die 6, es tut mir so leid, Entschuldigung. Oh nein, der Short King wurde rausgevotet. Ich brauche nochmal No7 in den Chat, das ist eine grausame Folge. Du weißt, die ganzen emotionalen Fragen davon gestellt. Groß Tobi, Daniel, Liebe geht raus. Ja, aber es geht ja nicht anders. Ja. Du musst ja irgendeinen Grund finden. Und ihr seid alle toll. Ja. Ich mag deine Jacke. Also, Kandidat Nummer 6, du kannst jetzt hervorkommen. Mann, es tut mir so leid. Alles gut. Chill. Hi. Schön, dass du da bist. Ah, das ist der Schuh. Oh, aber Armin dürfte mich auch mal in den einen oder anderen Spind stecken, ja? Wenn ihr versteht, was ich meine. Armin, bitte mobb mich. Hi. Jacke. Dankeschön. Aber die ohne Scheiß, ich brauche so eine College-Jacke. Ich bin zwar fett, ich sehe nicht aus wie ein Footballer. Ich sehe dann aus wie Mikey von Disneys große Pause mit einer College-Jacke. Aber wie unfassbar fresh ist diese College-Jacke, Bruder? Auch mit der Farbe brauche ich, ehrlich. Hübsch aus. Ja, ja. Danke. Damn. Ja, ein bisschen größer auf jeden Fall. Ja, ich find auch selber hast auch sehr du, groß. Fändest du das schlimm, wenn deine Freundin größer wäre? Meine Ex-Freundin war ein Stück größer als ich. Bis jetzt noch ein bisschen was größer, aber eigentlich nicht. Und du? Ich habe es halt noch nicht gehabt so. Vielleicht müsst ihr darauf einlassen. Ich glaube, bei mir ist einfach nur wichtig, dass ich mich halt feminin fühle. Und das ist okay, den Punkt check ich aber. Wenn du als Frau ein bisschen größer bist, sodass du sagst, ey, ich hätte gerne einen größeren Freund, dass ich mich so femininer fühle, so check ich den Punkt. Finde ich legitim. Dass für die andere Person halt auch kein Problem ist. Und dass es auch kein Problem ist, wenn man hohe Schuhe trägt. Und das ist dann nicht so ein bisschen der Napoleon-Komplex, wo man sagt, so, das kann man Schuhe tragen. So, dass er in sich ruht, in seiner Männlichkeit und dass er da drüber steht. Ja. Nützlich, ich muss kurz meinen Holy Shake auspissen. Bis gleich. Ist klar. Ach, cool, ich klar. Danke euch. Ne? Oh, cool, danke. Tschüss. Jetzt kannst du direkt noch eine Frage stellen. Ja. Und da musst du direkt noch jemanden raushauen. Habt ihr Red Flags?
zwei Frauen. Julia, kannst du kurz kommen und kannst du ehrlich sagen, was in deinen Augen, und du darfst ehrlich sein, ohne dass ich beleidigt bin, was meine Red Flag ist? Du sag, wenn du, okay, sie grinst schon. Du darfst ehrlich sein. Sei ehrlich. Du darfst ehrlich sein. Komm ran und sag, was sind meine Red Flags? Also deine Red Flags ergeben sich eigentlich nur in einem großen Ding. Oh, jetzt geht's los. Okay. Und das ist eine unglaubliche Sturheit, was aber okay ist. Weil ich habe schon mittlerweile einige Workarounds gefunden. Man muss, wenn man selber eine Idee hat, die du aber nicht so gut findest, oder die zu anstrengend ist, weil du bist ein sehr energiesparendes Modell, sag ich mal. Sehr krass gewordet. Krank gewordet. Da würde ich gerne, also muss man dir das ein paar Mal öfter sagen und dann so, wenn du es dann irgendwie doch, irgendwann kommt dir dann doch die Idee, ich glaube, du denkst dann trotzdem immer so, ah nee, könnte, irgendwie hat sie schon recht, aber ich will es jetzt auch nicht so sagen. Und dann bist du so ein bisschen verstört und dann musst du so zwei Tage drüber schlafen, zwei Nächte. Und dann sagst du so, kommst du zu mir und präsentierst mir die gleiche Idee, die ich dir gegeben habe, auf deine eigene Weise. Okay, das ist echt, das ist meine Red Flag? Ja. Okay, so ein, auf den ich habe eine geile Idee, obwohl du das so zwei Tage mir vorher gesagt hast. Ja, so kannst du nicht gleich einfach ja, okay sagen. Aber ich glaube, das ist halt deine Sturheit. Wenn ich sonst noch irgendeine Red Flag habe, wofür du potenziell in einem halben Jahr oder so irgendein Skandalvideo oder einen Tweet gegen mich machen kannst, sag sie jetzt. Jetzt hast du keine Red Flags, würde ich sagen. Das ist alles gut. Oh, stark. Was sie was an der sie Frau, Red genau, was wäre für euch eine Red Flag? Okay, Kandidat 1, was wäre für dich eine Red Flag? Wahrscheinlich die Aussprache tatsächlich. Okay, im Sinne dessen so Akzent oder wenn man halt so sagt, so Digga, Alter? Nee, Akzent ist kein Problem. Ich habe selbst Akzent, aber eher so dieses... Ja, geil gemacht! Walla, Digga, Maschala. Ja, richtig, das Frankfurter Bahnhofsgirl, nenne ich es mal. Okay. Kandidat Nummer 2. Danke für ich würde da ein bisschen mitgehen. Ich würde als Red Flag sehen, fehlende Intelligenz. Aber immerhin ist er ehrlich. Immerhin ist er ehrlich. Gehst du darauf zurück, dass wenn ein Girl irgendwie Digger, alter Bro sagt, dass es irgendwie eine fehlende Intelligenz ist? Nee, das nicht, aber... Das hat er doch gerade gesagt, oder? Im Endeffekt? Nee, dann vergiss das mit der Nummer 1. Ich sage einfach fehlende Intelligenz. Okay. Kandidat Nummer 3? Ich finde so extreme Hochnäsigkeit, finde ich so ein bisschen... abstoßen, sag ich mal. Ja, ehrlich. Wird er manchmal aber auch mit Selbstbewusstsein verwechselt, aber check. Okay. Ja, Hochnäsigkeit ist aber auch so ein bisschen, sich übereinzustellen. Das ist auch cringe, ja, das ja. ist Und Selbstbewusstsein ist... Digga, das ist wirklich cringe. Also das ist auch was, das sage ich euch ehrlich, nicht alle, es gibt auch sehr, sehr viel korrekt, aber das ist halt auch was, was man halt leider oft in so in dieser Influencer-Szene beobachtet, wenn jemand dann irgendwie so einen Hype hat oder halt irgendwie krassere Zahlen fährt, dass manche Leute auf einmal denken, sie wären irgendwie, was weiß ich, ein Superstar oder irgendwie was Krasseres. Und das finde ich auch so cringe. Also egal, ob du jetzt irgendwie Instagram-Model bist oder Streamer oder Content-Creator oder whatever, ich finde, wenn man sich auf so Zahlen was einbildet und auf einmal denkt, man hat so extra Recht oder man ist so was Krasseres, finde ich turbo-cringe. Wenn man auf einmal so eine Extra-Behandlung will und auf einmal nur noch so in den teuersten Restaurants ist und nicht mehr mit Leuten redet, die halt kein Content-Creator sind oder 100 oder unter 1000 View haben oder whatever, finde ich ganz eklig, Digga. Finde ich ganz eklig. Denkst du das nicht? Null. Also ich sag euch ehrlich, bei mir ging das ja auch alles relativ schnell, aber ich würde mir niemals auf Zahlen was einbilden. Ich würde trotzdem, also ich mache auch keinen Unterschied da, mit wem ich stream, aufgrund der Zahlen. Also ich würde trotzdem mit meinem Homie kennen, Stream, auch wenn er in Anführungsstrichen 10 Viewer hat, checkt ihr. Also ich bild mir da null was drauf ein. Mir ist es eher, also ich habe halt in letzter Zeit so krass viel Lob auch von Freunden bekommen, die gesagt haben, Bruder, das ist gerade krass, wie bei dir läuft, alles so übel krass. Ich freue mich darüber, aber ich finde das so eher unangenehm, wenn ich so im Mittelpunkt stehe und Leute sagen, boah, bei dir läuft gerade geil, checkt ihr? Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich würde mir auf so Zahlen nichts einbilden. Ich weiß trotzdem, Bruder, also was ich mir halt immer vor Augen halte, Punkt 1, ich habe ein sehr erdendes Umfeld und ich weiß halt, also ich habe halt die ganze Zeit das volle Bewusstsein, was ich hier mache. Ich bin halt irgendein Dorftrottel, der das Glück hat, mit Stream erfolgreich geworden zu sein. Und ich weiß halt, dass das 100% nur möglich ist wegen euch, die hier gerade im Chat sind, die mich supporten, die hier reins haben. Und ohne das sind wir alle nix. So, und das darfst du einfach nicht vergessen, finde ich. Das vergessen leider viele. Aber ich finde nicht, weil du jetzt irgendwie ein paar Viewer bei Twitch hast oder auf Instagram oder whatever, kannst du dich wie irgendein Superstar fühlen. Also das finde ich sehr cringe. Generell, wenn man sich selber irgendwie über andere Leute stellt, finde ich das einfach sehr, sehr unangenehm. Hätte man noch abkürzen können. Ja, okay, ich bin valide, so, ja. Bin Kandidat Nummer 5? Hier? Sorry. Hier. Zum zweiten Mal übersprungen. Oh nein, I'm sorry! Oh nein! Okay, ist okay. Ich habe gar keine wirklichen Red Flags, würde ich sagen. Mhm. Ich möchte nur ungern eigentlich so meine Zeit verschwenden. Also passend zu meiner Schwäche von gerade, so Menschen, mit denen ich nichts anfangen kann, kein gerades Gespräch führen kann, habe ich relativ wenig Interesse daran, da irgendwie viel zu investieren. Liebe geht raus, danke für die Subs. Ich küsse euer Herz. Ja, aber Kuss, du musst was gedacht. Ja, der steht im Leben. Bock mehr auf die Games. Nee. Ja, und das ist gut eigentlich. Ja, du auch nicht mehr. Deswegen. Siehst du mal, er weiß richtig, was er will. Er will eine Frau, die im Leben steht. Bist du? Kandidat Nummer 5? Bei mir ist es,
zu viel Temperament. Also Temperament ist gut, aber wenn jetzt die Frau oder... Keine Red Flags ist eine Red Flag, ja, bin ich bei euch. ...Partnerin über mein eigenes Leben bestimmen will, das finde ich dann schon abstoßend eher. Also Kontroll... Ja, würde ich aber auch nicht fühlen, check ich. Check ich. Genau, genau, wenn sie zum Beispiel sagt jetzt, was ich anziehen soll, wo ich hingehen soll. Oh, Hölle, nein. Oh mein Gott, imagine. Also da ist aber auch ein schmaler Grat zwischen, sie sagt ihre ehrliche Meinung, okay, die Hose sieht nicht so geil aus, probier doch mal sowas. Sowas finde ich cool. Aber wenn sie jetzt so sagt, boah, nee, zieh mal den Hoodie aus, Digga, du bist 25, wieso ziehst du so einen Hoodie an? Würde ich auch mies cringe finden. Und sowas. Okay, wie so eine Mutti, basically. Genau. Ja. Okay. Okay, welche Antwort hat dir am wenigsten gefallen? Eins. Oder zwei, aber ich das Ding ist halt auch die Definition von Intelligenz. Es gibt ja ein IQ, es gibt ein EQ. Mhm. Macht man das an irgendwie akademischer Leistung? Also ich finde, das ist immer... ich würde zum Beispiel auch von mir aus... Proteinliebe, danke fürs Verlieren voraus. ...versuchen zu vermeiden, die Intelligenz von anderen Leuten zu erahnen. Gerade auch, was die Artikulation angeht. Mhm. Das kann man halt nie so wirklich wissen. Und ich bin halt selber jemand, ich bin Hamburgerin, ich sage ganz oft Digga, ich sage auch ganz oft Alter, ich sage ganz oft Bro, ich sage auch manchmal Junge Digga, in Kombination, Digga, Junge Digga, Alter. Junge Digga, Alter. Ja, finde ich aber mittlerweile valid. Ich finde bloß, wenn das so in so ein Frankfurt-Tinder-Vibe geht und wirklich in jedem, ich sage auch oft Digga, so, aber wenn das in jedem Satz 50 Mal fällt, dieses Wort, dann finde ich es irgendwann schlimm. Aber egal, ob Frau oder Mann. Also irgendwann ist es einfach so eine Assi-Energy, die mich dann abfuckt. Aber mittlerweile ist es ganz normales, es ist ein ganz normaler Slang, ganz normales Beiwort geworden. Das weiß ich nicht. Ich habe fast gekotzt. Problematisch, genauso, weil ich das auch bei Männern nicht problematisch finde. Oh mein Gott. Deswegen, ich stehe dazu. Aber ich glaube, Kandidat Nummer 2 meint einfach jemanden, mit dem er auch nicht reden kann. Ja. So intelligenzmäßig. Wo halt einfach so eine große Divergenz. Ja, genau. Divergenz. Oh mein Gott. Wow. Ich hätte mal ein bisschen Intelligenz vielleicht. Stop it. Okay, dann Kandidat Nummer 1. Der zweite ist der wichtigste. Hallo. Hallo. Okay. Na? Hi. Ich rede selber so, aber mein dieses übertriebene. Ja, check ich so. Okay. Richtig so. Gott. Erinnert mich irgendwie an Chef Strobel mit mehr Haaren, fühlt ihr? Was denkst du? Hübsches Mädchen, ne? Hübsches Mädchen. Was denkst du? Ja, übel hübsch auch. Nur mit dem. Philipp, liebe geht raus, danke für der Prime. Dass du da warst. Gerne. Ciao. Tschüss. Tschüss. Cooler Pulli. Bereust du es? Ja, aber keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer dahinter noch steht. Stimmt. Das ist super schwierig. Es ist super schwer. Oh Mann. Aber du machst ich hoffe auch, dass das hier niemand persönlich nimmt. Und ihr seid alle super Kerle. Du kannst ja auch zu allen noch in die DMs leiden. Oh aber der Gewinner, der wird dann du wirst heiraten. So oder so. Direkt instant. Ja. Hab ja meinen 4-Jahres-Plan, Alter, rein. 3, 2, 1. Tada! Okay, okay. Boah, ich würde sagen, outfit-technisch, boah, das triggert mich krass, dass die Hose hier hinter der Schuhzunge hängt. Boah, ich finde eins aber auch irgendwie fresh. Eigentlich bin ich, da finde ich choken die Schuhe ein bisschen. Ich würde sagen, Favorite ist auf jeden Fall 2 und dann 1. LOL! Swordfish, danke für dein Resub. Liebe geht raus, du Sexlegende. Nummer 3, ne, weil der so riesig ist. Ich glaube auch, sie nimmt 3. Ja, ja. Cool. Ich glaube auch, sie nimmt 3. Chris, ich küsse dein Schwanz. Ich muss sagen, jetzt habe ich keinen Favoriten mehr. Damn. Oh nein. Okay, hast du eine Frage? Doch. Willst du den Joker? Ja, bitte. Okay. Ja. Okay, kannst dich umdrehen. Oh mein Gott. Also, du hast... Lachkick. Ein Koffer und ein Controller. Ja. Kater, sein Vater und Nagellack. Ein Red Bull und... Digga, Kater, sein Vater ist crazy. Herr der Ringe und AirPods und... Was ist das? Das ist Herr der Ringe, Digga, Extended Edition. Bro, hat er ihr AirPods geschenkt? Was? Und Louis Vuitton. Crazy. Oder sind das quasi die persönlichen Gegenstände von den Jungs und Nova soll anhand der persönlichen Gegenstände von den Jungs bewerten, welcher rausfliegt, wer verkauft? Crazy Verfahren. So voll unterschiedliche Sachen. Also ich muss sagen, ich finde persönlich Herr der Ringe und Red Bull finde ich richtig stark. Ja? Aber es ist ein pink Red Bull ist und es ist einfach die Extended Edition, Alter. Das sind ist sogar die Trilogie. Das ist zu krass. Nein. Das ist ernst krass. Bist du so ein Herr-der-Ringe-Fan? Ich find's geil. Ich habe aber den letzten Film noch nicht geguckt, also wäre das ein Ansatz, ne? Erstes Date. Ja? Hallo. Ich finde Kater, sein Vater, den Nagellack auch richtig geil. Ich frage, ob der weiße Nagellack für mich oder für dich ist. Das ist natürlich... Könnt ihr ja teilen. Ja, oh mein Gott. Finde ich toll. Ich mag das auch persönlich richtig gerne, wenn Männer so im Einklang mit ihrer femininen Seite sind. Ja, ich auch. Ja, ich finde das total toll. Könnte ich... Oh. Ich finde, wie gesagt, auch das Louis Vuitton Puffer ist auch richtig nice. Loser, danke für die Zuhörer. Die AirPods. Die AirPods. Das weiß ich ja nicht so genau, was wir damit machen, basically.
Airpods, ja, Musik. Ja, aber das ist immer noch, müssen wir uns den dann teilen, auch ein bisschen romantisch. Oh mein Gott, oder so, ihr seid so im Zug oder im Bus und guckt beide raus und habt dann beide so einen Airpod, ja. Auch süß. Ich finde, okay, der Controller auf der Koffer ist auch ein bisschen random. Wieso, ihr könnt spielen, ja, und ihr könnt auch aber was reisen. Controller, da fehlt ja die Konsole, ne? Oder, aber oder hat er den Controller mitgenommen in den Koffer, weil er bei mir direkt einziehen will, dann zocken wir zusammen. Er ist einfach obdachlos, er will einfach nur mit Nova daten, damit er bei ihr wohnen kann. Bro, er ist so, er macht so Couchsurfing und deswegen der Koffer, yo. Also wenn du mich wählst, kann ich gleich mit dir nach Hause kommen, bitte. Imagine, das wäre crazy, Bro. Also ich bin mega obsessed immer mit Leuten und so, ich bin dann immer so, okay, wohne einfach hier, ja, bleib einfach hier für immer. So, drittes Date, lass heiraten. Echt? Also hier, ja. Du würdest das so einfach. Ja, einfach, er mit dem Koffer ist einfach Alan Harper. Safe, easy. Ich bin so ein Opfer, ich bin wirklich viel zu schlecht für sowas. Okay, also das Red Bull Herr der Ringe findest du super. Ja, das finde ich richtig stark. Hatte sein Vater Nagellack eigentlich find auch. Finde ich auch richtig stark. Koffer und Controller. Finde ich auch Billy, lustig. Danke für dein Prime. AirPods und Parfum. Finde ich auch, ist halt classy, ist halt cool. Aber ich glaube, dass ich so ein Crackmensch bin als ich. Und das ist zu clean, girl. Das ist auch so, weil diese AirPods sehen auch zu sauber aus, wenn ich mir denke, dass sie eigenen sind. Kannst du zu wenig mit anfangen? Ja, meine AirPods sind komplett getrashed. Das ein AirPod passieren. Ist von einem anderen und die gehören gar nicht alle zusammen. Und ja, das okay. Ist ganz schlimm. Parfums mag ich auch sehr gerne. Das finde ich auch sehr cool. Aber wenn du jetzt einen rauswürden müsstest, ich was glaube, du musst. Ich glaube, es wäre das. Steh zu deinem weil Wort, das halt Felix. Auch in meinen Augen. Steh zu deinem Wort. Ein bisschen zu unpersönlich mir gegenüber ist. Weil Kader sein Vater, war die Person, die irgendwas Fuß geil. Will, ist auch Lachkick. Ist wohl los. Wie gesagt, das ist halt auch so ein bisschen so gamermäßig und ich liebe Red Bull, ich liebe den Pink Red Bull. Zocken mag ich auch gerne. Deswegen glaube ich, würde ich. Das ist der am unpersönlichsten. Was heißt unpersönlich? Ich finde es trotzdem sehr, sehr cool, aber ich glaube, für mich per se ist das zu clean, zu. Du hast dein Leben zu sehr im Griff. Okay, wem gehört das Parfum und die AirPods? Nummer 4, no. Die Lederjacke. Oh nein! Was ist da wohl für ein Schaf cool für gestorben? Aus. Naja, du kannst jetzt hervorkommen. Oh, damn. Oh, Mann. Damn. Okay. Er sieht ein bisschen aus wie Justin Pixelwolf, oder? Checkt ihr? Er sieht so ein bisschen aus wie Peso Justin, so ein ganz kleines bisschen. Aber ich check. Hi. Ja, es ist ein super cleaner Look, okay. Ja, aber mega cooles Parfum und ja, aber cleaner Look auch. Ja. Sieht krass aus. Schon ein schönes Auge auch. Wow, ich hab gefummelt, Leute. Scheiße. Was denkst du? Schon Bronco auf das Heiraten. Oh, wow. Was hast du dir bei dem AirPods und bei dem Parfum gedacht? Also ich muss dazu sagen, die AirPods habe ich extra nochmal sauber gemacht. Ah, okay. Ja, aber auch cool, weil andersrum könnte es halt auch, hätte es auch sein können, dass ich mir dachte, okay, warum AirPods nicht mal sauber gemacht, da geht sich für mich keine Mühe. Ja, man kann eigentlich nur verlieren. Oh, danke, Mann. Dass du da warst. Gerne. So, er hat voll die krassen Augen. Ja, habe ich auch schon gesagt. Ja. Mann, ihr würdet auch eigentlich auch gut zusammenpassen. Ja. Darf ich jetzt trotzdem wissen, von wem was ist? Das Kandidat Nummer 1? Doch. Contact, Liebe. Kandidat Nummer 1, was gehört dir? Von mir ist Kater sein Vater und der weiße Nagellack. Okay, er ist alkoholkrank. Kandidat Nummer 2? Von mir ist der Koffer und der Controller. Nice. Alright. Und Kandidat Nummer 3? Herr der Ringe. Und Red Bull. Lachkick. Boah, ja, also ich sag jetzt den Call. Sie nimmt ihn. Alleine, weil er so groß ist, Bro. Guckt euch dieses Abbild von einem Mann an. Kandidat Nummer 3 wird immer besser, ne? Ja, der wird immer besser. Damn, okay. Der Größte, der Älteste, erwartet. Gestanden. Ich glaube auch, und Nummer 3 gewinnt. Ja, cool. Aber ich, wie gesagt, fand alles cool. Okay. Dann nächste Runde. Halbfinale. Aufregend. Yeah. Du hast 3 richtig coole Typen bis jetzt. Also ich finde die cool. Ich auch. Mega. Happy? Ich fand alle cool. Mann. Mann, okay. Hast du eine Frage fürs Halbfinale? Ja. Habt ihr eine Frage für mich? Oh, das ist eine super Sache. Das ist super. Ich liebe das. Ich finde, das sagt so viel über die aus. Ja. Fangen wir bei Nummer 3 mal an, weil sonst ist das immer unfair. Ja. Erste Frage, was wollt ihr über Nova wissen? Nova, was verdienst du im Monat? Kandidat. Das fragt der Typ mit dem Koffer, der bei ihr einziehen will. Aber wie sieht das aus mit deinem monatlichen Einkommen, sag ich mal? Was gibt's da so? Wie sieht das da aus? Ist das eher so vierstellig oder eher fünfstellig? Nummer 3. Was würdest du Nova fragen? Wie sieht so dein Traumurlaub aus? Oh mein Gott, der hat gevoicecracked. Also wo würdest du hinfahren, fliegen? Wie lange? Wo? Sowas. Seven vs. Wild. Ich würde gerne mal nach Tokio.
weil ich in Japan schon war, aber immer nur in Osaka. Ein paar Jährchen. Krass, wusste ich gar nicht. Genau, ich war für 3,5 Jahre war ich Flugbegleiterin, deswegen habe ich schon sehr viel gesehen auf der Welt. Und da war ich halt noch nicht, da würde ich dann auch gerne hin. Also ich, wie gesagt, ich mag Anime und sowas. Yulung, danke für dein Prime, Liebe geht raus. Und außerdem war ich in Kapstadt einmal und da würde ich gerne noch mal länger wieder hin. Also Silvan, Liebe, danke für dein Prime, Bro. Das sehr, sehr toll. Und ich war noch nie auf Hawaii. Bruder, Japan ist wirklich von vielen Call. Wir hatten nie bei uns im Podcast, die Folge kommt morgens, wird krass. Wir haben da auch so drüber geredet. Japan ist so ein Ding, ich finde zum Beispiel die Kultur super geil. So jedes Mal, wenn man so von Japan irgendwie Videos und Bilder sieht, es sieht unglaublich geil da aus. Aber ich wüsste, würde ich nach Japan fliegen, wäre so maximal lost und überfordert da. Und ich glaube, ich hätte wirklich auch einfach Angst. Cool. Ja, und es ist am besten so 2,5 Wochen, 3 Wochen dann immer vor Ort. Gerne eine Mischung. Ich mag so Weintouren und sowas richtig gerne. So richtig erwachsen ist. Ja, ich finde das super. Ich bin so eine richtige Mutti, dann da so rumfahren, Weine probieren und so tun, als ob man eine Ahnung davon hätte. Ne? Dann so, oh, lecker, lecker. Bitte nicht ab im Abgang. Genau, ein bisschen süffig. Nee, das merke ich schon. Finde ich geil, finde ich Hammer. Und ich mag halt eine Mischung aus Strandurlaub und halt Sightseeing. Und ich esse richtig gerne. Also ich mag einfach dann Restaurants, Kulinarik herausfinden. Ja, Kandidat 3, wo würdest du denn gerne hingehen? Ich würde mitkommen, auf jeden Fall. Geil, perfekt. Okay. Solange Nova bezahlt. Zu allen dreien. Ansonsten, ich habe halt Ägypten, Europa noch nie verlassen. Okay. Das steht auf jeden Fall so auf dem Plan. Und sonst immer gerne mal irgendwie in die Berge oder sowas. Okay, Kandidat Nummer 2. Was ist deine Frage an Nova? Wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren? Lachkick, die Frage habe ich auch für euch, Eddie, aufgeschrieben. In 5 bis 10 Jahren habe ich hoffentlich so ein bisschen mehr Ahnung, was ich mit meinem Leben machen will. Digga, das Ding ist, ich weiß es ganz genau. Ich bin jetzt gerade, Chat, das haben wir auch, habe ich auch, wir hatten so richtigen Deep Talk mit Nick. Ich bin einfach mit meinem Leben jetzt gerade richtig happy. Ich fühle mich jetzt angekommen, fühle mich jetzt so, dass ich der Mensch bin, der ich sein will. So, natürlich ein bisschen Luft nach oben ist auch immer. Aber in so 10 Jahren sehe ich mich irgendwo Hamburg, Umland, ein schönes Haus, immer noch am Stream. So ein bisschen Monte-like, so wie Monte das in Buxtehude gemacht hat. So, das wäre mein Dream. In 10 Jahren immer noch am Stream, dann bin ich 36. Vielleicht habe ich ein schönes Haus mit Julia, Umland, Hamburg. Vielleicht steht da mein Mustang in der Einfahrt. Und einfach, Bruder, man muss nicht dicke Uhren oder so, gar nichts. Einfach nur irgendwie ein schönes Streamingzimmer, ein bisschen Platz, ein schöner Garten, wo man im Sommer sitzen kann. Und einfach streamen, Bruder. Einfach streamen, bis es irgendwann nicht mehr läuft. Mann, den würde ich gern fertig haben. Ach, hast du schon angefangen? Ja, was noch? Ganz im Baby-Steps noch. Da will ich mir Zeit dafür lassen. Und dann würde ich super gerne entweder ein Side-Business haben, was jetzt vielleicht auch gar nicht mit meiner Tätigkeit als Influencerin zu tun hat, sondern vielleicht auch irgendwas anderes und oder eine Ausbildung oder eine Weiterbildung, sei es irgendwie nochmal ein Studium, was ich gemacht habe. Hey, krass. Vielleicht in Richtung zum Beispiel also therapeutisch, so Psychotherapie oder sowas, würde ich halt sehr cool finden, dass ich da halt ein bisschen was gemacht habe, weil ich halt im Endeffekt keine Ausbildung habe oder kein Studium. Auch ich habe ein Studium abgebrochen und die Ausbildung als Flugbegleiterin ist nicht offiziell, also du hast da keinen Nachweise sozusagen. Genau, das würde ich machen. Ich hätte total gerne Kinder. Welcome back. Ich würde super gerne auch. Ich zum Beispiel gar nicht. Bitte, um Gottes Willen, bitte niemals Kinder. Ja, bis zu 5 Jahren, wie alt bin ich dann? 30, gerne verheiratet sein. In 5 Jahren habe ich 2 verheiratet, Kinder und noch eine Ausbildung. Ja, das kann man ja so 5 bis 10 Jahre. Okay. Mal gucken, was da zuerst kommt. Aber ich finde Kinder richtig klasse. Ich liebe Kinder. Känguru, danke für dein Prime. Für dein Tier 1 sogar. Liebe Kandidat geht raus. Nummer 1. Motherfucker, der zweite ist der wichtigste. Grüße, Mann. Was ist deine größte Motivation? Ich glaube, meine größte Motivation... Wie sieht es deine Freundin? Die will auch keine. ...ist meine Familie und dass ich meinen Eltern jetzt in dem letzten Abschnitt ihres Lebens das Leben so einfach machen kann wie möglich und ja halt meine Familie, meinen Freunden das beste Leben zu ermöglichen, wie es jetzt irgendwie geht. Also ich fliege jetzt auch am Dienstag mit meiner Schwester nach Australien und den Trip schenke ich ihr halt auch, weil sie halt ihre beste Freundin, die in Australien wohnt, seit 5 Jahren nicht mehr gesehen hat. Und für sie ist halt das auch arschteuer, ne? Und deswegen machen wir das jetzt zusammen. Digga, der arme und Paul. Sowas. Oder halt auch meine Eltern, die wohnen in Schweden und so, deswegen will ich sie unterstützen. Oder krass, dass sie einfach in Schweden wohnen, ja. Sie haben mein Leben lang für mich gehustelt. Also so meine Familie und meine Freunde ist so mit die größte Motivation, dass es uns allen gut geht und dass wir hoffentlich alle gesund bleiben. Okay, basierend auf diesen Fragen musst du jetzt einen rauswählen. Also ich wollte eigentlich sowas mit, wir wollten Kinder haben und so fragen. Ja, kannst du eigentlich auch fragen. Ja, ja, okay. Kandidat 1, möchtest du Kinder? Und wenn ja, wie viele? Ja, auch richtig. Ja, würde ich schon sagen. Und 2. Okay. Oh, hey, da 2? Nee, oh, helle nein. Also ich würde auch gerne mal Kinder haben, aber ich würde sagen so 1 bis 2. Hey, da 3?
Ich bin da aktuell, also jetzt aktuell auf jeden Fall nicht. Aber nee. Ansonsten für die Zukunft gerne. Nee, nee. Was heißt so in der Zukunft? Also die nächsten 3 Jahre wahrscheinlich nicht. So, okay. Man muss sich auch erstmal kennenlernen. Ja, ein bisschen check. Was ausprobieren. Also ich möchte jetzt auch nicht unbedingt ein Kind, das einfach nur da ist. Jetzt. Ja, check. Check ich. Okay. Ja, das ist eigentlich auch sehr smart. Ja, also okay, ich habe eine Antwort und die ist richtig banal und richtig dumm. Ich glaube, ich würde Nummer 2. Warum? Weil ein Kind geht nicht, Bruder. Kandidat Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Hallo! Hi! Das ist aber auch. Mann, das ist scheiße, Bro. Jeder hat eine geile Hairline, jeder sieht pretty aus. Bruder, ich sehe aus wie ein Hurensohn. Was habe ich für Gene abbekommen? Meine Eltern sehen nicht mal scheiße aus. Warum sehen alle fresh aus? Ich sehe so kacke aus. Guckt euch meinen Kopf an, mein Gesicht. Guck mal, alle haben diese Elevator-Boy-Frisur. Wieso hab ich die nicht, Bro? Ich habe fucking Haarausfall mit 26. Das ist so scheiße. Und aus coole Locken. Jeden Tag wieder der 1, liebe Mann. Schade. Mann, sehr coole Locken. Dankeschön. Was tolle Outfits. Cool. Super Outfit. Ich mag Dankeschön. Die Farbe so ja, beige. Oh, wir haben so ein bisschen matchy. Ja. Sehr cool. Danke, dass du da warst. Kein Problem. Okay. Ich hab zu lange. Tschüss. Ciao. Ach, süß. Oh Mann, die sind alle so nett. Finale! Deine beiden Jungs. Oh mein Gott. War exciting. Nee, ich hab hart Transplantationsplacement abgesagt. Also wenn sie Nummer 2 nicht nimmt, den großen Atzen hier, die Eiche, den 2 Meter plus Typen, dann weiß ich auch nicht, dann verliere ich den Glauben. Wie bist du mit deiner Auswahl zufrieden? Super. Oder? Ja. Die sehen cool aus. Ja, die sehen sehr cool aus. Hast du eine Frage? Wäre es für dich ein Problem, wenn dein Partner oder deine Partnerin mehr verdient als du? Das ist richtig basic. Nee, das ist eine gute Frage. Es ist ja wichtig bei dir. Ja, weil du so mommy rich bist. Kandidat 1, wie wäre es für dich, wenn deine Freundin mehr verdient als du? Wäre nicht schlimm. Ich sag mal so, lowkey sogar cool, dann kann ich den Hausmann machen und auf die Kinder auch. Ich glaube, es gibt aber wirklich Männer, die sich dadurch angegriffen fühlen würden, wenn eine Frau mehr verdient als er. Das finde ich übercrazy. Aufpassen. Das ist süß. Findest du das cool? Ja, normal. Oder? Ich glaube, du findest das cool, dass er nicht so in seiner Männlichkeit gekränkt ist, wenn er den Hausmann ist. Das ist doch geil eigentlich. Ja, das cool. Ist aber auch cringe. Aber ich glaube, am Ende des Tages würde ich mich vielleicht sogar eher mehr in der Hausfrauenrolle sehen. Ja. Ich würde mal gucken, wie es läuft. Ne? Aber ich finde beides fresh. Aber finde ich sehr cool, so eine Einstellung zu haben. Kandidat 2? Ich bin da auch sehr fein mit. Also von mir auch sehr gerne. Ist gar nicht, weil ich da irgendwie was vom Kuchen abhaben will, aber man putzt sich halt auch dann irgendwie ein bisschen gegenseitig. Und ist doch gut, super Voraussetzung. Ey, ich bin so lost. Die so eine Frage für mich. Du musst mir jetzt helfen. Bitte hilf mir. Das geht um meine Zukunft, verstehst du? Ja, ich weiß, wir heiraten ja danach. Ja. Okay, Kandidat 1, wie würdest du die Hochzeit planen? Wie sah die aus? Ich würde, glaube ich, die Planung ihr überlassen. Okay. Okay. Also wärst du mit allem fein? Ja, doch, also ich bin da problemlos. Aber was wäre so deine Präferenz? Meine Präferenz? Also wegen mir müsste man das nicht so groß halten. Ich bin fein, wenn man das im kleinen Kreis macht und auch nicht so pompös. Aber ja, da kann man sich auf jeden Fall einigen. Und Kandidat Nummer 2, wie würdest du die Hochzeit planen? Also auf jeden Fall zusammen. Ich würde auch gerne ein bisschen so mitsprechen am Ende. Ja, das ist auch eine schöne Aufgabe, dass man da irgendwas plant und keine Ahnung, ich habe jetzt keinen festen Plan. Also wäre das eher so eine Märchenhochzeit oder so eine kleine oder eine Strand? Auch so eine kleine Outdoor-Hochzeit. Standesamt möglichst günstig und dann Kasala. Ja, da wird gepoppt und dann will ich Fernsehen gucken und Bier trinken. Das so, jetzt soll doch mal einer sagen, Romantik ist tot. Anzug, also nicht weiße Leinenklamotten. Nervig, echt. Mensch, macht man hier, nehme ich mir eine Stunde frei, Standesamt, zack, ziehe ich mir sogar meine Jeans für an, so, dann wird sich in Turmbräu reingedreht und dann ist gut. Na dann. Okay. Das ist doch schon mal ein Pluspunkt. Ja. Ja, die wird ja auch dann bald sein. Klar, deswegen. Ja. Hast du eine Entscheidung? Sonst kannst du auch eine Frage stellen, aber du musst dich entscheiden. Okay. Ach, du stellst die Fragen. Du kannst auch fragen. So. Mach ruhig. Wo wohnst du? Kandidat 1. Also ich bin gerade erst aus Lissabon gekommen, komme aber aus dem Raum Stuttgart, aber habe vor, nach Köln zu ziehen. Ich komme aus dem wunderschönen Ruhrgebiet. Oh, so in der Nähe. Okay. Was ist your decision? Oh, ich weiß es nicht. Köln ist top, ja. Das ist gerade wirklich für mich Horror. Bist du hin? Hast du irgendeinen Tipp? Hast du irgendeine... Mach Augen zu und so fühle. 1 oder 2. So, okay. Auf 3. Berlin könnte zum Beispiel nicht wohnen. Chris, liebe, geht raus. Wer rausgeht oder wer. Ja. Okay. Wer rausgeht? Okay. 1,
zwei, drei. Jetzt! 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 Gracie, küsst euch vorsichtig auf der Prime. Könnt ihr doch noch eine Frage stellen? Kann ich mich ziehen oder los? Oder? Nein, hallo? Okay. Boah, hat jemand eine Münze? Nein, 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 sie muss den Großen nehmen, Bro. Ey, ohne Scheiß, wenn sie den Großen nicht nimmt, glaube ich nicht mehr an warme Liebe. Du wirst jetzt echt eine Münze wahre Liebe. Für den Mann, den du heiraten willst. Okay, mach ruhig. Kannst ja gucken, ob das Glück auf deiner Seite ist. Okay, also, das ist Kandidat 1 Raid, Junge. Ist Zahl, Kandidat 2 ist Kopf. Okay. Boah, sie macht echt einen Münzwurf, das ist crazy shit. Warte, so. Jetzt entscheidet das Schicksal. Genau, doch. So. Zahl 1 war das, ne? Ja. Aber was stand das jetzt? Rauswerfen oder abgewinnen? Mann, das macht den ganzen Münzwurf nichtig, Mensch. Okay, ich nehme jetzt Kandidat 2 raus. Das ist crazy shit. Oder das ist crazy shit. Ey, dann bin ich anscheinend einfach scheiße. Dann kenne ich keinen Dating-Geschmack von irgendwelchen Freunden von mir. Bei Henke habe ich mich auch vertippt, Bruder. Dann tote Hose, ehrlich. Dann bin ich raus. Tote Hose. Und ich nehme 1. Okay. Das Moin, ist Moin. Mir so leid. Hallo, ich bin da. Na, Mama? Bruder. Wieso hat er die so umarmt? Guck mal, er freut sich richtig. Na, Mama? Bruder, hä? Kennen die sich? Du bist richtig begeistert, ne? Das ist ganz grausam. Ich hab gefabelt. Oh nein. Was passiert im besten Mal? Was denkst du? 1A. Oh, er ist ein pretty motherfucker. Ja, er ist ein pretty motherfucker. Oh. Scheiße. Und du? Tut mir leid. Oh, ich seh da einen Rotstich im Bart. Na gut. Ja, danke, dass du da warst. Gerne. Tschüss. Boah, er ist aber schon gut, Bruder. Er ist gut gebrochen. Er ist auf jeden Fall angeknackst, egotechnisch. Er hätte gedacht, er hat das Ding safe in der Tasche. Das sieht man. Na gut. Ja, danke, dass du da warst. Gerne. Tschüss. Der heißt auf Instagram The Real Lord Daniel, ja. Der echte Lord Daniel, das ist schon wieder so ein bisschen, das ist schon wieder ein bisschen Red Flag. Richtig dein Typ, ne? Der ist richtig dein Typ. Oh nein. So, DMs sind ja offen, hoffe ich mal. Ja. Aber wir haben den Gewinner. Ja. So. Den du auch heiratest. Den werde ich heiraten. Muss er nochmal erstmal eine Scheidung durchleben, bevor du ihn triffst. Anyways, wird's werden. Gewinner, du kannst jetzt einfach kommen. Hi! Oh mein Gott, ich liebe deine Frisur. Dann leben. Ja, Fokuhila oder was ist, da kann ich mich nicht mit anfreunden. Oh. Hi, schön, dass du da bist. Ich finde, die Frisur sieht immer aus, als würde man in irgendeinem Hinterhof hinter irgendeinem Wohnwagen in Amerika mit Shotguns auf leere Ravioli-Büchsen schießen. So daran erinnert mich ein Fokuhila, jetzt habe ich es gesagt. Cooler Typ. Ich liebe deine Frisur, das ist Hammer. Ja, danke schön. Oh mein Gott, wir werden heiraten. Wir werden heiraten, schon geplant, okay. Ja. Was denkst du? Wir kennen uns schon. Ja? Das heißt, ja. Deswegen, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Okay. Warte, cool. Woher kennt ihr euch? Wir waren vor 2 Jahren mal ein bisschen unterwegs. Ja. Yo. How the tables have turned. Doch, safe. Sie weiß kein bisschen. Sie erinnert sich an gar nichts. No! Ich hab ein Gehirn wie Goldfisch. Ich hab ein Gehirn wie Goldfisch. Es tut mir leid, ich vergesse alles. Wie heißt du? Justin. Es klingelt. Na? Ist ein bisschen anders aus. Das kann es vielleicht sein, ja. Ein Bärtchen und so. Die Popelbremse war noch nicht da. Ah, okay. Ja. Na dann, bist du happy mit deiner Entscheidung? Ja, mega. Na dann, ihr zwei könnt ja zur Hochzeit gehen. Traum. Ich sag trotzdem, wahre Liebe ist tot, Nova hat den falschen Call gemacht. The Real Lord Daniel wäre der Richtige gewesen für sie. Ich hab's gesagt.